Herzlich willkommen, Magnifizenzen, liebe Gäste, ganz besonders Herr Dr. Frank Dirmchen mit seiner Tochter, der wird auch noch namentlich vorkommen, nicht nur, weil seine Tante so geheißen hat. Ich bin gebeten worden, hier zu Inge Dirmchen als erste Professorin zu sprechen, aber der Übertitel lautet eigentlich Wissenschaftliche Frauenkarrieren an der BOKU. Und ich werde gar nicht mit der BOKU anfangen, sondern mit der Situation von Frauen in Studium und Wissenschaft über die, ja, jetzt kann man schon sagen, Jahrhunderte. Dieses 25-Jahr-Jubiläum, das wir hier feiern, findet an einem Tag statt, wo in einer Woche der Equal Pay Day sein wird, der in etwa immer 82 Tage vor Jahresende ist. Denn statistisch gesehen arbeiten Frauen, statistisch gesehen, wenn man es auf Vollzeitäquivalente umrechnet, 82 Tage im Jahr gratis. Das ist dieser Gender Gap in den Einkommen, wobei natürlich Equal Payment nicht alles ist. Wir haben auch schon gehört, was alles an wichtigen Dingen zum Thema Frauengleichbehandlung und Gleichstellung gibt. Und auf das möchte ich mich eigentlich auch konzentrieren und weniger auf die anderen Aspekte des Arbeitskreises für Gleichbehandlungsfragen. Eine andere Möglichkeit wäre gewesen, wenn wir diese Feier am 8. März gemacht hätten, denn da ist ja der Internationale Frauentag seit dem Jahr 1911. Wobei da etwas dazukommt, was mir gerade bei Frauen wichtig ist. Es war nämlich nicht nur der erste internationale Frauentag, sondern auch ein Tag, der sich mit den Rechten der Frauen und mit dem Weltfrieden beschäftigt hat. Und das erscheint mir sehr, sehr wichtig, dass Frauen zumindest vor dem Ersten Weltkrieg und dann natürlich auch nach dem Zweiten Weltkrieg im Bereich Weltfrieden sehr, sehr aktiv waren. Diese Gender Gap, was die Bezüge des Einkommens betrifft, ist ja etwas, was meistens in einem sehr geschönten Licht dargestellt wird. Und ich denke, neben all den Herausforderungen, die ein Arbeitskreis für Gleichbehandlungsfragen hat, egal ob an einer Universität oder an einer anderen Institution, werden wir uns zunehmend damit beschäftigen müssen, mit dieser Altersarmut von Frauen, die aufgrund von Teilzeitbeschäftigung, von Lücken in den Pensionssystemen zustande kommt. Aber jetzt möchte ich zurückkommen auf mein eigentliches Thema. Verglichen. Ja. Verglichen mit anderen Universitäten ist ja die BOKU eine sehr junge Universität. Ja? Mit 144 Jahren ist man heutzutage noch jung. Wenn man schaut, die Universität Wien hat im vergangenen Jahr ihr 650 Gründungsjahrjubiläum gefeiert. Die BOKU wurde 1872 offiziell eröffnet und war zuerst eine rein landwirtschaftliche Universität. Erst später ist dann nach Auflösung dieser K&K Forstakademie in Mariabrunn das Forststudium dazugekommen. Und erst 1883 folgte ein dreijähriges Studium der Kulturtechnik. Frauen durften nicht studieren. Und sie haben auch nicht wissenschaftlich arbeiten können, wenn dann eher in der Pflege, in Anwendung von irgendwelchen Heilmitteln, die aus der Natur gekommen sind. Das heißt, jahrhundertelang ist das Studium an Universitäten den Männern vorbehalten gewesen. Es war den Frauen zwar nicht ausdrücklich verboten, aber es hat traditionelle Männerbünde gegeben, es hat diese traditionellen Zuweisungen von Geschlechterrollen gegeben, sodass an ein formales Studium von Frauen eigentlich nicht zu denken war. Das hat sich erst im Laufe des 19. Jahrhunderts geändert. Zwischen 1870 und 1894 hat man fast überall in Europa Frauen den Zugang zum Hochschulstudium gewährt. Das war nicht nur die Schweiz, sondern auch andere Länder. Aber rühmliche Ausnahmen oder unrühmliche Ausnahmen eigentlich war Preußen, also sehr deutsch-nationale, ein sehr deutsch-nationales Land, und Österreich, also Österreich-Ungarn eigentlich.
die Handhabe dafür, warum man sozusagen nicht nachgekommen ist dem, was sich da in Europa entwickelt, war eigentlich die Universitäts- und Mittelschulreform 1849 und 1850, weil hier festgeschrieben wurde, dass man ohne Matura nicht an ein Studium denken darf. Denken darf man schon, aber man kann es nicht durchführen. Und diese studienbefähigende Prüfung war den Frauen verwehrt. Man braucht sich nur mal diese Lebensgeschichte von der Lise Meitner anschauen, mit welchen Schwierigkeiten die zu kämpfen hatte, dass sie überhaupt ein Studium der Physik, bitte, etwas, was ja völlig unweiblich ist, ja, Physik, furchtbar, ergreifen konnte. Erst 1896 wurden in Österreich gesetzliche Voraussetzungen geschaffen, dass Frauen überhaupt eine Matura als Externistinnen ablegen durften, und das Niveau, das sie zu erbringen hatten, wer sich einmal die Lebensgeschichte von Lise Meitner zum Beispiel angeschaut hat, das war gewaltig hoch. Also ich glaube, viele Männer wären bei solchen Prüfungen durchgerasselt und hätten die Matura nicht geschafft. 1897 wurden dann an der Universität Wien die ersten Frauen zum Studium an der Philosophischen Fakultät zugelassen. Und es ist interessant, wenn man sich meine E-Card anschaut, da steht Dr. Phil drauf, weil ich habe an der Uni Wien studiert, und sehr lange haben naturwissenschaftliche Fächer wie Chemie, Physik, Mathematik, Biologie alle zur Philosophischen Fakultät dazugehört. Also da weist man sich dann so ein bisschen als Dinosaurier aus, wenn man ein derartiges Doktorat hat. Der Rektor hat schon gesprochen von Gabriele Posanna, die in der Schweiz ihr medizinisches Doktorat gemacht hat. Und sie musste, um in Österreich praktizieren zu können, ein zweites Mal promovieren. Das hat sie dann 1897 gemacht und hat damit auch ein zweites Doktorat erworben, musste aber alle Prüfungen noch einmal ablegen. Ich meine, ein Wahnsinn. Erst 1919 konnten Frauen an der Juridischen Fakultät und an der Tierärztlichen Hochschule studieren, und erst mit dem Erlass vom 7. April 1919 wurden Frauen überall zugelassen. Und daher konnten sie auch an der BOKU im Wintersemester 1919-20 studieren. Irgendwie bin ich da zu weit. Wo ist da die Zurücktaste? Ist schon wieder anders. Da. Jetzt sind wir dort. Also mit diesem Erlass wurden Frauen zum Studium der Landwirtschaft zugelassen. Und die erste weibliche Absolventin, die Sophie Rumenovic, der Jezerane, hat es geschafft, im Juli 1922 die dritte landwirtschaftliche Staatsprüfung an der BOKU abzulegen. Sie hat eigentlich schon als außerordentliche Hörerin 1916 begonnen, aber da ist sie dann fertig geworden. Ihr gefolgt sind dann so tropferweise andere Damen, zum Beispiel die Marlies Ott im Mai 25 und die Frau Maria Wirtinger 1929. In der Forstwirtschaft, und das ist immer noch so ein bisschen Sorgenkind, hat es sehr lange gedauert, bis die erste Frau, die Hellwig Schütte, aber das war eine verheiratete Habsburg, es geschafft hat, die dritte forstliche Staatsprüfung abzulegen. Und interessanterweise mussten Frauen eine Art Vorpraktikum machen, um zu zeigen, sie sind in der Lage, ein derartig männerdominiertes Studium wie die Forstwirtschaft überhaupt zu schaffen. Wie ich 1973 an die BOKU gekommen bin, hat es zwei Hörerinnen in der Forstwirtschaft gegeben. Beide waren aus Finnland, interessanterweise. Und der schon lange verstorbene Professor Kurier, der also ja, sich irgendeinem Männerbund angehört hat, der ist knapp, wurde mir erzählt, am Herzinfarkt vorbeigeschrammt, wie er diese beiden Damen im Hörsaal sitzen sah und hat sie zuerst gefragt, ob sie sich verirrt hätten. Ja. Sie haben gesagt, nein, sie studieren Forstwirtschaft und sind eben aus Finnland. Er hat nur den Kopf geschüttelt, er konnte es gar nicht glauben, dass es so etwas gibt.
Erst 1923, 24, der BOKU ist ja schon 1906 das Promotionsrecht verliehen worden, war es die Ilse Valentin, die die erste Promoventin, eine Landwirtin der BOKU war. Was jetzt diese langsame Entwicklung betrifft, so ist es natürlich so, dass sich das Gott sei Dank jetzt geändert hat. Nach dem Zweiten Weltkrieg, also 1945-56, war sogar ein erstaunlich hoher Frauenanteil an der BOKU. Und zwar deshalb, weil dieses Studium Brauereiwirtschaft praktisch eingerichtet worden ist und da war der Frauenanteil sehr, sehr hoch. Und es waren ja auch viele Männer noch in der Gefangenschaft verletzt, was immer, die hier an der BOKU studiert haben. Und Sie sehen dann, bis 1955, 56 ist der Frauenanteil wieder extrem gesunken auf 5,1%. Das ist ungefähr der Stand, der vor dem Zweiten Weltkrieg vorhanden war. Wenn man sich jetzt die Entwicklung der Hörerinnenzahlen anschaut, so sieht man, dass in den letzten 10 Jahren, kann man sagen, der Frauenanteil eigentlich ständig gestiegen ist. Und ich habe hier die Quelle aus einer anderen Statistik offensichtlich. Diese statistischen Dinge, die man auch im Internet findet, sind oft nicht wirklich deckungsgleich, aber ich habe sie aus dem Gender Index herausgenommen. Und im Wintersemester 2015-16 waren sogar mehr Frauen an der BOKU als Hörerinnen inskribiert als Männer. Und Sie sehen, die Hörerinnenzahlen sind also enorm gestiegen auf über 12.000. Wenn man die Studienabschlüsse sich anschaut und vergleicht, wie schaut denn das in Österreich aus im Vergleich zur BOKU, so sieht man, dass die BOKU da einen gewissen Trend folgt. Ordentliche Studierende sind an der BOKU 48% Frauen, 52% Männer, das war aus dem Wintersemester 14-15, die Studienabschlüsse an der BOKU, da sind die Frauen jetzt schon zu diesem Zeitpunkt vorne. Das heißt, Frauen sind wirklich ein Pool für wissenschaftliche Leistungen an der Universität, denn solche Studienabschlüsse, die könnten ja in eine wissenschaftliche Karriere münden und das wäre sicher nicht so schlecht. Wenn man sich Doktorandinnen anschaut, da sind die Zahlen im Gender Index aus 2013-14. So sehen Sie, PhD, das sind die Doktorandinnen und Doktoranden, die in den sogenannten Doctoral Schools oder Kollegs ihr Doktorat ablegen. Da sieht man, dass die Frauen auch hier die Nase vorne haben. Ebenso beim sozialwissenschaftlichen Doktorat, beim Doktorat der Bodenkultur, also beim Doktorat Tech, da besteht noch heftiger Aufholbedarf, was den Frauenanteil, also der Doktorate, betrifft. Wenn man jetzt wissenschaftliche Mitarbeiterinnen an der BOKU sich anschaut und also auch wieder ein bisschen geschichtlich darstellt, so gibt es wenig Aufzeichnungen. Da ist natürlich viel im Krieg, sowohl im Ersten wie im Zweiten Weltkrieg verloren gegangen, aber nur ein paar Highlights. Im Studienjahr 1915-16, und das stimmt genau mit den Aussagen von Rektor Gerzerbeck überein, gibt es einen Eintrag einer weiblichen Hilfskraft bei der Lehrkanzel für Pflanzenzüchtung. Später finden sich dann Einträge betreffend Aushilfsassistentinnen. Also Frauen sind immer so als die Hilfskräfte, die was zutragen, die irgendwelche Versuche herrichten, wurden sie so gesehen. Die erste wirkliche damals noch Hochschulassistentin, ne, damals war sie noch die Universität, die Hochschule für Bodenkultur und nicht die Universität für Bodenkultur, war die Frau Dr. Olga Beck 1919-20. Sie war Assistentin für Phytopathologie. Und die erste Lehrbeauftragte war eine gewisse Mathilde Duzzi, aber ihr Lehrauftrag war wieder ein sehr frauenspezifisches Thema, wie man geglaubt hat, nämlich zum Thema Haushaltsführung. Else Jahn war dann die erste Dozentin
in Forstentomologie und Forstschutz. Das war etwa, glaube ich, in den 30er Jahren, also ist auch schon einige Zeit her. Aber sie hat es doch geschafft, hier eine Habilitation durchführen zu können. Der Personalstand an der BOKU derzeit umfasst, das ist jetzt Wissensbilanz 2015 herausgeholt, 1911 Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler. Davon ist ein Teil beim Bund angestellt, ein Teil über Drittmittel, also über Projekte finanziert. Und man sieht, dass bei den Professorinnen die Männer nach wie vor die Nase vorne haben, auch bei den assoziierten Professoren und natürlich auch bei den Dozentinnen und Dozenten. Das heißt, hier hat der Arbeitskreis noch einiges zu leisten. Und das, diese Idee, die führt mich über zu dem zweiten Teil des Themas, nämlich zur ersten Professorin, zur ersten ordentlich berufenen Professorin an der BOKU, Frau Dr. Inge Dirmhirn. Das Foto ist leider nicht so, wie ich mir das vorstelle, aber so ist das Leben. Die Frau Dirmhirn, das gehen wir noch einmal zurück, damit wir ein Bild zumindest haben, die wurde, dieser Kreis, der sich da schließt, sie wurde am 21. Dezember 1925 in Berchtoldsdorf geboren und hat dann nach dem Zweiten Weltkrieg in einer wirklich wirtschaftlich sehr, sehr schwierigen Zeit an der Universität Wien sehr frauenuntypische Fächer belegt, nämlich Meteorologie und Physik. Und hat 1950 auch zu einem Dr. Phil promoviert. Ab 1948 war sie bereits als Werkstudentin tätig und später sogar als professorische Abteilungsleiterin an der Zentralanstalt für Meteorologie und Geodynamik. Sie war Schülerin von einem sehr bekannten Klimaforscher, würde ich sagen, vor allem auch Strahlungshaushaltsforscher, nämlich Dr. Franz Sauberer, der dort der Leiter für Bioklimatologie war. Das ist ein Thema, das heutzutage ganz, ganz große Bedeutung hat. Wir reden immer vom Klimawandel und der Klimawandel beeinflusst ja uns als Menschen, als Lebewesen, unsere belebte Umwelt. Und daher Bioklimatologie ein ganz, ganz wichtiges Thema. Jedem Ökologen, und da zähle ich mich auch dazu, ich war ja vor meiner Pensionierung am Institut für Waldökologie, ist sein Buch bekannt, das er geschrieben hat, gemeinsam mit Professor Hertel aus Graz, Pflanze und Strahlung. Heute vielleicht ist nur mein historischer Begriff, aber sehr, sehr wichtige Publikation, in die man auch historisch fallweise hineinschauen sollte. Gemeinsam mit ihrem Mentor Sauberer hat Inge Dirmhirn ein Gerät entwickelt, das heute noch jeder Ökologe kennt und jeder Ökologe auch einsetzt, nämlich das sogenannte Sauberer Dirmhirn-Sternpyranometer zur Messung der Globalstrahlung. Und zwar als Summe der direkten Solarstrahlung und der diffusen Himmelsstrahlung. Das Messprinzip besteht darin, dass ich schwarze, in so einer Kuppel, schwarze Flächen habe und weiße Flächen, die sich unterschiedlich aufgrund der Strahlung unterschiedlich aufheizen und das sind so schwarz und weiß lackierte Kupferplättchen und aus dieser Temperaturdifferenz kann man eben Rückschlüsse auf die Globalstrahlung ziehen. So ein Dirmhirnstern, natürlich die Messgeräte, die das erfassen und umsetzen in numerische Werte, die sind moderner geworden. Aber der Stern selber wird in dieser Form nach wie vor produziert und verwendet. Und damit hat Dirmhirn nicht nur als erste Professorin sozusagen etwas ganz Besonderes geleistet, sondern auch als Gestalterin dieses Messgerätes. Sie als Schülerin von Dr. Franz Sauberer hat sie mit ihm sehr, sehr intensiv zusammengearbeitet und sie hat eine Menge an
Publikationen, auch in dieser Zeit noch an der Zentralanstalt für Meteorologie und Geodynamik publiziert, in der Zeitschrift Wetter und Leben, vor allem natürlich zum Thema Strahlung. Sie hat mitgearbeitet an der damaligen Klimatographie von Österreich und zum Thema Klima und Bioklima von Wien geforscht. Nach dem frühen Tod ihres Mentors ist es für sie schwierig geworden an der Zentralanstalt für Meteorologie, und zwar, weil das eine sehr männerdominierte Einrichtung wieder einmal war und man gesagt hat, na, Bioklimatologie, das ist ja gar nicht so wichtig, ja, das kann man durchaus ein bisschen zurechtschrumpfen lassen, und eine Frau eventuell als Abteilungsleiter ist also ein No-Go par excellence, und man hat ihr auch verweigert, dass ihr Buch, das auch sehr lesenswert ist, das sie im Jahr 1964 publiziert hat und das auf über 400 Seiten das Strahlungsfeld im Lebensraum und die Strahlungsbioklimatologie behandelt, das hat man als Habilitationsschrift an der Universität Wien einfach nicht akzeptiert, weil die Gefahr bestanden hätte, dass eine Frau zur Leiterin einer Abteilung an der Zentralanstalt für Meteorologie und Geodynamik berufen worden wäre. Inge Dirmian hat sich dann gedacht, na, ist mir auch wurscht, und hat Österreich den Rücken gekehrt. Sie hat dann eine sehr internationale Karriere zuerst einmal gestartet, war in Norwegen, sie war Stipendiatin der Ford Foundation im Kongo, sie war Research Associate an der University of Wisconsin und sie war sogar am Goddard Space Flight Center und an der Colorado State University, wo sie als Professorin tätig war, und ist dann 1968 als Professorin für Biometeorologie an die Utah State University in Logan berufen worden, wo sie bis zu ihrer Berufung an der BOKU, also 1981, geblieben ist. Sie hat dann an der BOKU das Institut für Meteorologie und Klimatologie aufgebaut mit den besonderen Forschungsfeldern Bioklimatologie, Agrarmeteorologie, etwas sehr Wichtiges an der BOKU, und Strahlungsforschung. Frau Dirmchen war eine begeisterungsfähige und innovative Forscherin. Ihre Publikationsliste umfasst mehr als 150 Publikationen. Sie war auch langjährige Herausgeberin und Redakteurin der Zeitschrift Theoretical and Applied Climatology und auch der Zeitschrift Wetter und Leben. Die Titelformulierung ihres 1964 veröffentlichten Buches, bei dem es auch um Strahlungsprozesse in der Atmosphäre und dem Klimawandel oder Möglichkeiten eines Klimawandels geht, waren ganz, ganz entscheidend und wichtige, würde ich sagen, einmal Ausgangsfußstapfen, damit an der BOKU zum Thema Klimawandel überhaupt weitergeforscht werden konnte. Das heißt, sie hat bereits 30 Jahre, bevor das wirklich so ein ganz tagesaktuelles Thema geworden ist, und hat sie sich bereits mit diesen Strahlungsprozessen in der Atmosphäre auseinandergesetzt, die ja besonders biologisch wirksam sind und auch mit physikalischen Phänomenen und dem zufällig entdeckten Ozonloch sehr, sehr wichtige Aussagen gebracht haben. Als Lehrende war sie, ich habe sie selber nicht erlebt, aber war sie sprühend von Ideen. Sie hat Studierende immer motiviert und hat versucht, dass nicht das passiert, was ihr eigentlich passiert ist, nämlich dass man aufgrund von irgendwelchen Ressentiments eine Karriere verhindert. Sie hat den wissenschaftlichen Nachwuchs gefördert, damit er eben diese Hürden nicht hat. Sie hat sich bemüht, Menschen Aufenthaltsbewilligungen zu vermitteln, Stipendien, Arbeitsstellen. Und ihr Leitspruch war, der Unterschied zwischen Gewinnern und Verlierern ist, Gewinner probieren es immer wieder. Sie war nicht wirklich leicht frustrierbar und hat hohe Auszeichnungen bekommen. Also 1995 hat sie die goldene Julius von Hahn Medaille bekommen. Das ist die höchste Auszeichnung der Österreichischen Gesellschaft für Meteorologie. Im gleichen Jahr, 1995, ist sie dann
emeritiert. Da muss ich jetzt unsere Vizerektorin für Lehre korrigieren. 1991 hat es zumindest zwei Professorinnen gegeben, nämlich Jack und Dirmhirn. Aber wahrscheinlich Dirmhirn war Institutsvorstand, hat daher da keine Zeit für den Arbeitskreis aufbringen können, war da zu sehr engagiert. Nach diesen 14 Jahren an der BOKU ging Inge Dirmhirn nach ihrer Emeritierung zurück in die Vereinigten Staaten auf ihre Farm in Fort Collins. Zuletzt hat sie sogar zwei Farmen betrieben. Und sie war aber immer ein forschender Geist. Das heißt, die Meteorologie, Klimaforschung war ihr immer ein Anliegen und sie hat dort sogar einen Futtersilo als meteorologische Messstation umgebaut. In ihrer zweiten Heimat, den Vereinigten Staaten, hat sie weiter geforscht. Sie hat Araberpferde gezüchtet und zwar, das hat sie schon vorher gemacht, aber dann besonders, ich habe Zahlen gefunden in ihrem Nachruf von Wetter und Leben, bis zu 30 solcher Pferde hat sie besessen. Sie hat aber auch eine Art Tierarche betrieben, wo alle möglichen Tiere Unterkunft gefunden haben. Ich möchte jetzt am Ende noch eine ganz persönliche Anmerkung machen. Unser Institut, damals hieß es noch Institut für forstliche Standortsforschung und Standortskartierung, hatte traditionell Beziehungen nach Logan. Kollege Hager war dort als Student, auch Kollege Glatzel, und Hager hat bei Inge Dirmhirn auf ihrem Besitz damals, der noch nicht so groß war, auch gearbeitet, damit er sein mageres Stipendium ein bisschen aufbessern kann. Und daher haben wir Inge Dirmhirn, ich glaube es war 1974, zu seinem kleinen internen Workshop einmal eingeladen. Und sie ist da gern gekommen, weil ihre Mutter hat damals ja in Wien gelebt und bei so einem Besuch hat sie auch unser Institut besucht. Und dieser wissenschaftliche Gedankenaustausch, da ist es immer gut, wenn es irgendein Buffet gibt, ja. Und unser damaliger Institutsleiter, Professor Krapfenbauer, war ein Sparmeister par excellence. Da gibt es ja Institutsdamen, die können sicher kochen. Und die Frau Siekert, die ist ja da fürs Labor zuständig und der Hermann Mark hat ja schon gesagt, alles Leben ist Chemie und daher kann man in dem Labor ja auch ganz gut kochen. Und daher hatten wir für die Mittagsverpflegung zu sorgen. Und da habe ich mir gedacht, naja, was kann man da schnell machen? Wiener Schnitzel mit Erdäpfelsalat. Geht in einem Labor. Bunsenbrenner, ne? Das ist ja, naja, nein, man muss nachher gut reinigen. Aber Abzug geht ja im Digestorium, also nicht so schlecht. Jedenfalls haben wir diese Wiener Schnitzel, die Sekretärin und ich, gekocht. Und ich habe dazu aus dem Machfeld, damals habe ich noch im Machfeld gewohnt, so typische Kipfler-Erdäpfeln besorgen können und da haben wir den Wiener Erdäpfelsalat gemacht, nicht so süß-sauer. Und Inge Dirmhirn hat da gekostet und auf einmal ist sie in einem Begeisterungssturm ausgebrochen, na, ein Erdäpfelsalat, ein echter Erdäpfelsalat, bitte. In Amerika, da kannst du keine Erdäpfel kaufen, aus denen du einen vernünftigen Erdäpfelsalat machen kannst. Das sind nur so riesige Dinge, die du kochst und dann zerfallen sie in einen Gatsch. Da ist kein Erdäpfelsalat zu machen. Und sie hat gemeint, allein schon wegen der dort fehlenden Kipfler-Erdäpfel habe ich Heimweh nach Österreich. Und das hat eben dann darin gegipfelt, dass sie zurück nach Wien gekommen ist und an die BOKU gekommen ist. Würde ich einmal sagen. Nein, das waren sicher andere, aber es ist ja ein kompetitiver Prozess gewesen, dieser Berufungsprozess. Vielleicht haben die Kipfler-Erdäpfel eine ganz kleine Rolle gespielt. Ihre Verbundenheit zu Wien, die Barbara Hinterstößer hat schon daraus vorgelesen, dass sie diese Verbundenheit gezeigt hat, dass wir ihren Namen verwenden durften. Ich war ja auch lange Mitglied des Arbeitskreises für Gleichbehandlungsfragen. Und sie hat da sehr freudig eingestimmt und hat gemeint, dass sie unbedingt dabei sein möchte, wenn dieser erste Preis damals verliehen worden ist. Leider
ist sie vorher verstorben, nämlich am 20. Juli 2008. Und ich denke mal, sie wird uns allen in Erinnerung bleiben, im Gedächtnis bleiben, als ein sehr weltoffener Mensch, der Frauen motivieren konnte, dass sie diese gläserne oder fallweise auch betonförmige Decke vielleicht doch einmal durchstoßen. Es hat sich gezeigt, dass es eine Fülle von Verbesserungen gegeben hat für Frauen im Zuge von Frauenförderquoten, was immer. Und wir haben schon gehört, es gibt den Dirmhirn-Förderpreis, es gibt das Dirmhirn-Förderstipendium, das von Herrn Dr. Frank Dirmhirn finanziert wird für geplante Masterarbeiten. Es gibt dieses Dirmhirn-Laufbahnstellenprogramm, wo ich mir denke, dass gewisse Potenziale einfach da sind, die helfen sollten, diese weibliche Faculty ein bisschen aufzubessern. Und im Andenken an Frau Professorin Dirmhirn, und da gibt es da hinten ganz das letzte Foto auf dieser kleinen Posterwand, das ist das Dirmhirnhaus in Tulln, das neu eröffnete, 2014 neu eröffnete Institutsgebäude, das ebenso ihren Namen trägt. Und es ist ein Haus, das sich der Nachhaltigkeit verpflichtet fühlt. Und daher denke ich, dass das sicher in Ihrem Sinne ist, dass dieses Haus nach ihr benannt wurde. Dankeschön für Ihre Aufmerksamkeit.